Swiss Data Alliance präsentiert. Daten und Worte. Der Podcast. Über digitale Souveränität. Datensouveränität. Sehr gut. Wir haben jetzt Cloud als Thema. Cloud im Kontext Souveränität. Wir haben schon viel über Cloud gesprochen, auch in diesem Gesprächsrahmen, den wir jetzt hier haben. Und Cloud ist natürlich wichtig für ganz viele Aspekte, auch AI, hast du vorher schon betont. Jetzt Cloud und Souveränität möchte ich trotzdem nochmal aufgreifen, weil diese beiden Begriffe kommen in Kombination auch vor. Vor allem jetzt Stichwort Sovereign Cloud wird absolut, ja, auch in den Markt getragen. Und da kann ich dir sagen, ich habe so ein bisschen, das ist für mich ein sperriges Begriffspaar. Mhm. Ich weiß nicht, also nur ganz kurz, wie würdest du das einordnen, dieses Begriffspaar Cloud und Souverän? Wir hatten ja in der Einleitung das Thema technische Souveränität. Ja. Erinnerst du dich? Ja, sicher. So, technisch ist ja Infrastruktur, ist Plattform, die technische Seite, Netzwerke und so weiter und so fort. Und Cloud löst ja meine Legacy-Infrastruktur ab. Und also die Anwendungen, die du bereits heute hast, ja, Legacy, genau, oder? Ja, genau. Oder auch die Infrastruktur, die ich im eigenen Rechencenter habe, schiebe ich in die Cloud. Wobei es also nicht immer die Hyperscaler-Cloud ist. Es gibt ja noch eine Private Cloud, wo ich im eigenen Rechencenter oder bei einer Co-Location haben könnte. Genau, und jetzt vor diesem Hintergrund, souverän und Cloud, mhm, ist das ein gutes Paar oder ist das ein erfundenes Begriffspaar? Wie muss ich auf das schauen? Also du stichst wirklich auf das Thema souverän Cloud. Ja, sehr. Okay, wenn ich jetzt würde sagen, wenn du wahrscheinlich jetzt on-prem Private Cloud bist, hast du ja volle Kontrolle, wärst du eigentlich voll souverän. Darf ich hier einhängen? Mhm. Weil ich Kontrolle als maßgeblichen Begriff absolut befürworte. Mhm. Aber sagen würde, Nähe begünstigt Kontrolle nicht absolut, sondern nur möglicherweise. Also der Punkt, den ich machen möchte, ist, ich muss, egal wo ich meine Daten habe, bei mir oder in der Distanz, egal ob ich sie selber mache oder einen Dritten einbinde, immer muss ich für Kontrolle sorgen. Und absolut, je nach Situation sieht die Kontrollmaßnahme anders aus. Und das ist selbstverständlich mitverstanden. Mhm. Damit würde ich aber widersprechen, Nähe führt zu Kontrolle. Und Private Cloud habe ich mehr Kontrolle als extern, das würde ich auch widersprechen. Gebe ich dir sogar recht. Und dann hast du auf der anderen Seite die Hyperscaler, die kennen wir alle. Und ich möchte einfach noch kurz einleiten, wir reden ja nicht nur von Cloud Service Providern, wo wir jetzt aktuell von der eigenen Cloud bis zur Hyperscaler reden, sondern im ganzen Sovereign Cloud Kontext gibt es schon andere Cloud-Begriffe wie Cloud-Technologien, also Technologien, wo du brauchst in der Cloud, wo auch die Hyperscaler einsetzen oder die On-Prem Cloud, und du hast noch zusätzlich die Cloud-Native-Entwicklung. Weil wenn du nur die Infrastruktur, die Technologie souverän hast, die Anwendung, das geht, die ganze von der Architektur geht das relativ weit hoch. Sag ich nochmal die drei Schichten, also Cloud-Anbieter, Cloud-Plattform. Also Cloud-Service-Provider, Cloud-Anbieter, also Cloud-Provider, die Cloud-Native-Entwicklung. Ich meine, die kannst du auch On-Prem machen, auch wenn du eine On-Prem-Cloud hast. Und die Cloud-Technologien. Also die Technologien, wo dahinter stecken, auch ein Cloud-Service-Provider haben die eigenen Technologien, aber sie haben auch Technologie von Dritten darauf, also entweder selber als First-Level anbieten oder als Third-Level anbieten, wo du über den Marketplace beziehen kannst. Ja. Und es ist nicht nur der Provider selber, also das geht ja viel weiter, also das ist ein sehr weites Spektrum. Und jetzt momentan ist eine Tendenz da, dass jeder plötzlich souverän ist. Genau, Marketingbegriff. Also diese weiße Box, jeder schreibt das drauf. Mhm, genau. Und wir haben bei uns alle ziemlich mal einzeln angeschaut, und das Spannende ist ja, souverän, der Begriff per se, das haben wir vorher sehr lange intensiv diskutiert, ist schwierig zu fassen, und jeder hat sein eigenes, für sich hat seine eigene Perspektive auf diesen Begriff und seine eigene Lösung. Also ich kann jetzt nicht sagen, A, B,
löst das Problem gleich. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Du sagst, es gibt neben der Organisation des Cloud-Anbieters, gibt es noch die Technologie, die eingesetzt wird. Ja. Und dann hast du je nachdem auch noch eine besondere Entwicklungsart, Cloud-Native. Diese drei Aspekte hast du kombiniert und gesagt, auf diesen Ebenen unterscheiden sich die Lösungen. Genau. Und da würde ich jetzt das entgegennehmen und sagen, verstanden, das muss man ansehen. Aber wir müssen das ansehen unter dem Stichwort Kontrolle und nicht unter dem Stichwort Souveränität. Ja, wenn ich das anschaue, wir gehen immer davon aus, wie so sieben Value sehen bei dem Bereich. So. Aber das ist mir zu viel jetzt, okay. Value Streams, weil ich wirklich auf den Punkt raus möchte. Warum sprichst du mir von den drei Ebenen oder inwiefern ist das überhaupt wichtig im Kontext Souveränität? Meine These wäre, wenn Cloud Sovereign oder wenn souveräne Cloud ein Marketingbegriff ist und wenn es doch nur um Kontrolle geht, und wir wissen, dass wir bei genauer Betrachtung die Frage, ob wir Kontrolle haben, beantworten können, dann ist doch das eigentlich alles, was wir brauchen. Und vor allem brauchen wir dann den Begriff souveräne Cloud nicht. Das würde aber wiederkehr bedeuten, dass du auf Anwendungsseite Kontrolle haben musst oder gefühlte Kontrolle. Nein, also nicht, dass ich würde, gefühlte Kontrolle muss es nicht sein, es muss faktische, echte Kontrolle sein. Genau, und das Zweite bei Technologien, dass du dich in den Technologie-Stack runter kannst. Das wird so Richtung Open Source gehen. Also ich challenge aber mal ein bisschen zurück. Wichtiges Thema, ja. Open Source. Ja, da können wir auch eine Stunde füllen. Nein, müssen wir unbedingt machen. In warum ist Open Source für Souveränität ein Thema und warum nicht? Genau. Also ich würde das gerne auch können wir gerne machen. Würde ich gerne auch noch ansehen. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe über technische Mittel Kontrolle über die Infrastruktur, dann ist in meiner Welt die Frage gelöst. Aber ich brauche den Begriff der Souveränität nicht. Das ist auch korrekt, ja. Also dem kann ich auch nicht widersprechen. Also für mich wäre das ein super Fazit. Sonst hätte ich weiß. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ich stimme dir dazu. Also lass mich das so formulieren. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, jetzt unter diesem Marketingbegriff, es gibt einen Markt für das und es gibt einen Need für diesen Bereich. Mhm. Und ich glaube, in dem Bereich gibt es auch gewisse Kandidaten, die das Potenzial haben, zu einer innovativen Hyperscale hochzustellen. Nicht auf dem gleichen Level, aber aus Europa raus. Weil sind wir auch mal, Souveränität ist ein bisschen ein europäisches Thema. Ja, das ist eben die Frage. Also, wenn man es missbraucht, das Thema, dann ist es eine europäische Frage. So würde ich es formulieren. Aber ich bin ketzerisch. Ich weiß. Das mag ich auch. Der Punkt ist der. Wenn das ein politischer Begriff ist oder ein Marketingbegriff, meine These ist, wir brauchen ihn nicht für die Cloud. Nee, wir brauchen ihn nicht für die Cloud, aber wir brauchen uns von der technischen Souveränitätsbrille, brauchen wir halt den Begriff. Und wenn jetzt Technik, du kannst jetzt technische Souveränität in Cloud-Souveränität übersetzen, dann hättest du wieder, wenn du das Gleiche updaten kannst. Und da bin ich natürlich, wie du dich erinnerst, ich würde auch technische Souveränität. Ja, das war die Grunddiskussion. Da werde ich auch nicht zustimmen, dass es das braucht. Aber ich glaube, okay, aber da werden wir uns auch nicht einig auf dem Thema. Aber es ist ja richtig so, wir müssen uns nicht überall einig sein. Aber ich verstehe deine Argumentation, muss ich dir ganz ehrlich gestehen. Mhm. Aber ich glaube nichtsdestotrotz, dass definitiv, ja, das Wort ist falsch, aber der Sinn und Zweck dahinter ist nicht falsch. Ich höre, was du sagst und ich höre Kontrolle. Und das ist nicht falsch. Genau.